morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir spielen Black Mesa. Und es handelt sich dabei um eine Total Conversion, kann man sagen. Und zwar von Half-Life 1 auf die Half-Life 2 Engine. Wesentlich epischer, sehr, sehr geil inszeniert. Und das Beste daran, die ganze Mod ist natürlich komplett kostenlos. From Level 3 Dormitories to Sector C Test Labs and Control Facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the Central Transit Hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the Retinal Clearance System, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the High Security Branch of the Transit System. Wir sind Gordon Freeman einmal mehr und befinden uns gerade auf dem Weg zur Arbeit in den Black Mesa Laboratories. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa Transit System. Und schon jetzt kann man sagen, direkt der erste Eindruck. Allein die Fahrt zur Arbeit ist wesentlich epischer, viel, viel geiler als Half-Life 1 selbst. Und die Entwickler dieser Mod haben sich einfach komplett selbst übertroffen. Inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. So, auf jeden Fall keine Körperteile aus dem Zug hängen lassen, nicht die Türen während der Fahrt öffnen. Die Mod ist komplett auf Englisch, gibt es leider nicht auf Deutsch, wird wahrscheinlich auch nicht auf Deutsch kommen, zumindest nicht vorerst. Aber wir versuchen trotzdem, so gut es geht, hier durchzukommen. Einmal bitte öffnen für uns. Vielen Dank. Und weiter geht es. In den Hochsicherheitstrakt. Ladedaten. Natürlich. Ach, allein die Fahrt zur Arbeit hier weckt so viele Erinnerungen. A reminder that the Black Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission. Remember, more lives than yours may depend on your fitness.
relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team, immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruiting team. The Black Mesa facility is an equal opportunity employer. Falls ihr also einen Verwandten habt oder einen Bekannten, der sich in der Physik auskennt, Black Mesa hat gerade Stellen frei. Die Frage ist allerdings, wie lange. Ein sehr begehrter Arbeitgeber. Und mit uns geht es einmal mehr hinab. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. So, zum Glück gibt es hier keine Probleme mit Radioaktivität. Die Arbeit hier ist sehr, sehr sicher. Now arriving at Sector C Test Labs and Control Facilities. Ein ganz besonderer Dank an Valve Software steht unten links, die das Projekt auch selbst unterstützt haben. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Hallo übrigens, junger Mann, Ladedaten steht hier vorne gerade. Also Loading in dem Fall. Morning, Mr. Freeman. Moin. Looks like you're running late. Jo. Wie immer, weißt du doch. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. I guess his bar tab must have finally caught up with. Einmal reinlassen, bitte. Sehen uns, ne? Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. Ja, ich gehe ja schon. Alles klar, wir gehen jetzt zur Arbeit. Oh man, you cut the ponytail. Ja, musste ich aber. Ja, nicht hell out. Ich musste. Hide Dr. Cross for me. Jo, werde ich ausrichten. Tschö. Moin. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. Yep. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Ja, alles klar. Also, es gibt ein paar Probleme hier, Systemabstürze und so weiter, aber... Lieutenant Montero, 2, Sublevel, 3. Try hitting Control-Alt-Delete. Quit looking over my shoulder, you're making me uncomfortable. Ja, entschuldige bitte. So, also Affengriff einmal machen, dann geht wieder alles. Guten Tag. We can talk at lunch, Gordon. Ja, natürlich, entschuldige bitte. So, muss ich mich hier anmelden? Muss ich irgendwas Bescheid sagen? Hallo? Ah, Gordon Freeman. Was hast du denn für eine riesige Tastatur, Fräulein? Boah. So, wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal unseren Arbeitsanzug holen, vielleicht nochmal ein bisschen mit Kollegen schnacken, ein paar Gespräche belauschen. Ich muss dazu sagen... Good morning, Dr. Freeman. Guten Morgen, der Herr Peterson. Ich hoffe, es geht sehr gut. Man muss dazu sagen, der Anfang... Der Anfang bei Half-Life 1 bzw. bei Black Mesa zieht sich ein bisschen. Das liegt einfach daran, dass wir einen ganz normalen Arbeitstag beginnen. Hard to find good help these days. Yes, about that.
We're going to need you to come in this weekend. What? I've already made plans. Don't worry. You can always attend the next convention. Sure. Dr. Robertson, report to that. Lambda Reactor Complex. Ach, der Arme muss am Wochenende arbeiten. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wo wir hier hinkommen. Das ist alles schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Kann mich kaum noch erinnern. Ach, guck mal, wer da ist. Den kennen wir doch. Leider kommen wir nicht rein. Schade, schade. Guten Tag. You'll just have to wait until after the test. Gut. So, hier. Ach, Mensch. Mhm. Warte, warte. Da würde ich aber vielleicht nochmal... die Parameter sind aber... Doch, die sind richtig. Okay, warte. Wenn ich da aber den Überschlag mache, warte. Okay. Nee, sieht aber eigentlich... Hat Hand und Fuß. You forgot to carry the two. Or was it the three? Wo denn? Nö, sieht alles ganz authentisch aus. Habe ich gerade alles überflogen, für gut befunden. Hier ebenfalls... Ja, das sind sie, das ist ganz normal, ne? I don't know about that, Dr. Truman. Seems to me that he's just spouting buzzwords in his research papers that he picked up from perusing popular scientific periodicals. Ach ja, Wissenschaftler-Gags. Und natürlich das Periodensystem. Must-have auf jedem T-Shirt. So. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen in die Männerdusche. Ein bisschen frisch machen. Alles okay? Not now, Gordon. Ja, ja, du kannst ja später auf deine Convention. Der Gordon Freeman spricht natürlich nicht. Für die Leute, die Half-Life kennen, hoffentlich alle, der spricht nicht. Oh, ich höre mal kurz zu. How much recognition do you think you're going to get for reproduction, though? You should focus on inventing something new and unique. He does have a point. Oh, but this is more than a replication, I assure you. For one, it shows how far our field has come since the original study was published, and to say nothing of the modern perspective necessary to monitor its influence. I mean, combined with today's technology, I've recreated... Bah! I can't stand to hear another word of this malarkey. Don't mind him, but here's something to think about for the next time. You and your sugar-coated ersatz are absolutely full of it! Creativity is the art of hiding your influence. Now let's get back to work. We should at least try to look busy. Ach schön. Ich feiere ja ganz ehrlich gesagt, ich feiere hier gerade dieses Intro, wo dann die ganzen Zwiegespräche zwischen den Leuten stattfinden. Finde ich sehr, sehr geil, weil einfach diese Liebe zum Detail beim Entwickeln, auch von der Mod hier, sind unglaublich hochwertig. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. Ja, sehe ich gerade, wie er da den Flur entlang stapft. Komm hier. Ach, okay, schade. Darf ich hier durch? Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. Okay, wir brauchen also erstmal den Hazard Suit, den, wie heißt denn das auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Ich kenne das immer nur auf Englisch. Den Schutzanzug jedenfalls. So ein Strahlenschutzanzug ist das. Und den müssen wir jetzt erstmal irgendwo aus der Umkleide fischen. Vielleicht können wir vorher noch ein paar Gespräche abgreifen. Alles mitnehmen hier. Alles, was wir kriegen können. Didn't you read my latest... Was? Meinst du mich? Ich wollte hier was machen gerade. Oh, Firefox ist installiert. Cool. Das finde ich ja gut. Netzwerk, sieht nach Windows 2000 aus. You'll just have to wait until after the test. Ja, ich gehe ja gleich zum Test. Please, leave me alone until after the experiment. Ich gehe doch gleich, Leute. Was macht ihr hier gerade? This is going to have to wait, Gordon. Ah, die sind aber auch alle. Man kann sich auch anstellen. Gordon, I'm in the middle of something here. Tafel anstarren. So, da entdecke ich spontan drei Fehler. I'm rather busy now. Ja, du bist beschäftigt, genau. Wie willst du das erzählen? Okay, pass auf. Oh, be honest. Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt erstmal hier ins Bad. Hallo. Moin. Hallo. Another day, another dollar.
Wem sagst du das? Na, schöne Frau. Can this wait till I'm off break? Ich dachte, wir können mal ein bisschen quatschen während der Pause. Oh, was haben wir denn hier? Die leckeren Ramblers haben sie hier. French Fries, Uppercut. Oh, und da, was? Titties? Oh. Da, hier, Chio, die Frischchips, Chio-Chips oder wie die hier heißen. Keine Ahnung. Can you access the mail server? Ich schon. Aber du wolltest ja nicht. So, was haben wir da? Oh, super lecker. Können wir leider nichts ziehen. Hier leider auch nicht. So, einfach mal ein bisschen. What the hell? Ich war das nicht. Achievement unlocked, aber ich hab doch. You think you can fix the vending machine too, college boy? We will never hear the end of this. Yeah, you best make like an atom and split. Ich hab doch nur eingeschaltet. Ich hab. Nee. Zu nichts taugig. Ah, hier Google Maps ausgedruckt. Ja, ja, ja. Hier noch Briefe. Steht da was drauf? Okay, ich gehe mal weiter hier. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe auch eine Krawatte um. Bleib mal stehen. Dann sieht man ein bisschen, wie die Krawatten in der Luft hängen. Das finde ich ganz. Bleib doch mal stehen. Ach komm, leck mich doch. So, wo haben wir denn? Da haben wir Jaro, Chinner, Robertson, Clayson, Buetzma. Da haben wir Gillen, Rose, Fleistert, Wilson, Freeman. Das finde ich ganz lustig, dass hier ein. Ich habe schon mal ein bisschen angetestet. Und hier das Babyfoto finde ich ganz cool. Das ist ja irgendein echtes Baby. Und ich vermute mal, das wird von den Entwicklern sein. Und ansonsten können wir hier drin leider gar nichts mitnehmen. Wir könnten natürlich noch. Nee, das geht nicht. Ich wollte das Babyfoto rumschmeißen, aber das lassen wir mal lieber. No toilet paper. Oh. Be a dear and fetch me a roll of toilet paper. Hello? Hello? Could somebody get me some toilet paper? Ich probier's ja. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. Brownian Motion, da waren auch ein Achievement angelockt. Das ist ja unglaublich. Hier gibt's ja für alles ein Achievement. Oh, für alles ein Achievement. So, First Aid brauchen wir gerade nicht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, wo wir einen Schutzanzug kriegen. Ich dachte ja eigentlich bei sich da im Locker, aber das war ja woanders. Und zwar, da ist er. Yeah, der legendäre, der sagenumwobene, der einzigartige, der Gordon Freeman Anzug. Ja, die Macht. Die Macht. Ich bin der Gordon. Ja, 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 der Gordon. Der Freeman. Gord, du bist ein Don, Baby. Hardcore Don. Lass mich durch. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. Kein Problem. Ich bin Gordon, ich hab hier einen Einsatz. The lost days? Yeah, this is still the wrong airline. Oh. Wohl doch nicht hier. Der Gordon hat überall Einsatz. We're all set for this weekend. Dr. Gibbons is coming in to cover for you. Splendid! I haven't missed the New Mexico Comic Convention yet. Yes, soon we will drive our enemies before us. And hear the lamentations of their women! Fare thee well, traveler! Also ich lerne gerade alle. Ich lerne gerade, alle Wissenschaftler sind also Nerds hier bei Black Mesa. Ich weiß gar nicht, ob es beim Original Half-Life 1 auch so war. Na, jetzt lass mich mal durch. Ich bin Arzt. Professor, Doktor, irgendwas. Können wir hier rein? Everything is under control, Gordon. Oh, the network servers are unresponsive. Look, there ain't much I can do about it here. There isn't much he can do. Period. Everybody, get out your slates and chalk. Genius here can't fix the computer. Hey, I got a physics quandary for you two.
What would happen to this conversation if we drop it? Und Physikerwitze ist ja auch schön. Gordon, we can handle everything up here. They need you down in the test chamber. Gut, gehe ich eben down in die Test Chamber. Man merkt schon, die Folge hat leichte Überlänge. Das liegt aber daran, dass ich das ganze Intro in die erste Folge tun werde. Einfach damit wir auch die ganzen Gespräche. Mit. Hört mal auf zu quatschen, ich muss doch weiter. Einfach deswegen, damit wir die ganzen Gespräche mitnehmen können, weil ich will hier alles mitnehmen von dieser Mod. Alles! Und zwei Achievements haben wir jetzt schon. Hier kriegen wir keins. Ich bin jetzt Achievement geil geworden. Mist. Okay. Go right on through, sir. Vielen Dank. Looks like you're in the barrel today. What? In welchem Barrel bin ich denn? Ich will nicht in ein Fass. Ach, ist das schön. Responsible. Black Mesa Research Facility is a proud sponsor of the New Mexico Adopt a Highway Litter Campaign. Ah, okay. Oh. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Antwort. Innovative. Our tram system is really cool. Das stimmt, da sind wir schon mit gefahren. Da geht's gleich runter. Ich guck nochmal schnell auf der anderen Seite, ob es da noch was gibt. Hydroelectric Dam. Mhm. Hello, Gordon. Hallo, mein guter Mann. Technology, Industry Leader of Robotics. Okay, wollte ich mal ganz kurz die Werbeprospekte sehen. Und das wird uns wahrscheinlich alles noch in-game erwarten. Aber jetzt erstmal geht es hinab zu unserem Arbeitsplatz, wo wir heute eingesetzt werden. Ich weiß nicht genau als was. Eigentlich als Laboraffe. Und als Ladedatenträger. Nee, eigentlich ist der Gordon Freeman ja ein Laboraffe, muss man also feststellen. Der ist zwar highly educated und pipapo. Guten Tag. Did you catch that last fluctuation? It's nothing to worry about. Okay, alles im grünen Bereich. Eigentlich ist der Gordon Laboraffe, sehen wir gleich warum. Weil der muss nämlich in den Versuchsbereich rein. Harness the remaining photonic energy to ensure resonance control. Double check the Brewster's plates angles and make sure the superluminescent diodes are protected from optical feedback. Wollte ich gerade vorschlagen. How curious. The acousto-optic modulators are on the fritz again. Pff, I assure you, we've compensated for any contingency. Hm. Die Herren, lass ich ja mal alleine. What's up, Doc? Na, nicht viel. Ich hänge. Ready for another rousing day, Freeman? Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Freunde. Können wir hier was machen? Na gut. Have you attenuated the displacement beacon signal? Noch nicht. After all this, ist schwierig, das zu übersetzen, diese ganzen wissenschaftlichen Begriffe. Da komme ich überhaupt nicht mit. Können wir nicht die French Fries? Pass mal auf, jetzt wollen wir die mal ganz ordentlich. Vielleicht gibt es ein Achievement. Oder auch nicht. Ah, Gordon. There you are. Nice of you to finally join us, Doctor. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. Hmm. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right. Come on then, I'll walk you down. Das ist nett, mein guter Freund. Eli has been busy making last-minute preparations for the new experiment. Mhm. Bin ich gespannt. Greetings, Eli. Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Gordon, good morning. Hi. I'm glad you're here. These last-minute changes, they're a bit strange to just... Oh! It's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? It was never meant to do this in the first place. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Alles klar, hier ist ja heute irgendwie der Wurm drin. Alles geht hier irgendwie schief.
Man fragt sich, woran es liegt. Systemabstürze, hier explodiert irgendwie mal was. Ist natürlich ein super Tag, um zur Arbeit zu gehen. Frohen Mutes hinab. Mal schauen, was uns hier erwartet. By Becquerel's Ghost! The radiation level is off the charts. Das ist ja auch beruhigend. Radioaktivitätslevel ist über der Anzeige. How so? I've got 2 PhDs and an Ørsted medal, yet I find myself doing work best suited for an intern. Please, you do very meaningful work here. Really? Push that button. Walk over here. Push this one. Stand and stare at the screen. Walk back over there. Push another button. Again. Come now, you're overreacting. I don't know how much longer I can abide these perfunctory tasks. I need more time for myself. Ha! Don't kid yourself. You wouldn't know what to do with free time if you even had any. That tears it. I'm going to check with the office upstairs and see how many vacation days I've accrued over the past 25 years. It's high time I took a break from all this. Certainly. But before you do, activate the electron multiplier and report the reading from the micro channel plates. Ach, schön. Können wir das... I've always wanted to visit Cleveland. Warum Cleveland? Naja. Okay, wir gehen mal weiter zur Arbeit. Wir können ein bisschen bummeln. Hallo, guten Tag. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Ich gehe ja schon. Oh, here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. Mm-hmm. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. No, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Na dann mal auf, Freunde. Man ist also ein bisschen in Sorge. Darf ich? Die Herren? Die sehen aber böse aus, als hätte ich was getan und müsste jetzt zur Strafe irgendwie ins Supernanny-Zimmer. Ach, ich gehe ja schon. Waiting for something, Gordon? Nein, ich gehe ja schon. Testing. Everything seems to be in order. Ja. Right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. Mhm. The specimen will be delivered to you in a few moments. Okay. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Gar kein Problem, ich drück hier aufs Knöpfchen und dann geht schon alles von alleine. So. Oh. We'll check it from here. Okay, ich warte so lange. Stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Es wird ein wenig warm hier drinne. Stage 2 emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level. Please work as quickly as you can. Ich beeil mich. Overhead capacitors to 105%. It's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no.
It's well within acceptable atmosphere. Sustaining sequence. Es gab also kleinere Diskrepanzen. It should be coming up to you at any point. Look to the delivery system for your specimen. Ich gucke. Okay, die Probe kommt hochgefahren. Da ist sie schon. Und ich muss da jetzt runter. Ich sag ja Ja. Ich insertiere sofort. Ich muss erstmal hinkommen. Ich mach ja schon. So, vorsichtig, vorsichtig. So. Oh oh. Uh-oh. Holt mich raus! Hallo?